ersten Ball, also mit wirklich Distanz, den ersten Ball einwürf in die Füße. Noch lebt je, ja? Deuxième Ballon. Au Ballon. Ou bien coup de tête, ou bien Kontrolle de Poitrine. Je nachdem. Also, erster Ball einwurf in die Füße. Kommst du entgegen, logischerweise. Zweiter Ball, je nachdem, wie er kommt. Nimmst du mit dem Kopf oder mit der Brust? Dann, easy. Also es gibt einen Unterschied zwischen dem Training in den USA, in der Schweiz und mit den Nazi. Und zwar in der Schweiz ist das Niveau noch nicht so hoch. Ja, dort hat es noch Spielerinnen, die zum Teil wirklich zum Blau spielen. Und, in den USA sind die Training viel länger immer gegangen, also 2 oder mehr Stunden aneinander. Und dort ist es wirklich immer, sind immer alle 100% gegangen. Und, auch vom körperlichen und vom athletischen Niveau her war es dort höher gewesen. Und mit der Nazi ist einfach vom spielerischen das höchste Niveau. Alle können gut shooten und alle sind etwa auf dem gleichen Level. Und es gibt einfach vom Training her ein gutes Niveau. Und alle kennen sich schon recht gut und darum kann man auch recht gut miteinander spielen. Also für mich ist es immer sehr schön, in die Nazi zu kommen. Ich komme sehr gerne. Wegen den Spielerinnen auf jeden Fall. Also wir haben ein super Team. Aber es ist auch schön, also in der Nazi zu spielen, für das eigene Land aufzutreten. Und ich sage, also das ist etwas vom Schönsten, eigentlich den Stolz zu haben, in diesem Team zu spielen. Und ich freue mich eigentlich auf alles. Also für mich ist es wichtig, dass ich eigentlich die ganze Zeit positiv bin. Also es gibt natürlich schon Situationen, wo es mir mal nicht passt und wo ich dann auch ein bisschen verrückt bin oder so, aber ich muss für mich einfach in mir innen so das Gefühl haben von mal, es kommt gut. Oder? Sie nehmen eigentlich Training für Training, schauen eigentlich Ball für Ball, wo ich von wie kommt es, wie sieht es aus und das, was ich kann, ausspielen, etwas anderes braucht es nicht. Also ich kann nicht leben bei Freiburg vom Fußball. Ich habe zwar einen Grundlohn, Punkteprämie und Fahrgeld, aber ich lebe insofern vom Fußball, dass ich jetzt eigentlich noch ein Goalie-Training gebe und so mehr oder weniger ein bisschen durchkomme. Also ich komme durch. Erreicht. Leider. Ich denke, Deutschland ist einfach zu stark. Noch. Ich bin aber auch sicher, dass wir die Qualifikation nicht heute vergeben haben. Die nächste Möglichkeit ist die WM-Qualifikation. Das ist noch einmal etwas schwieriger oder deutlich schwieriger, aber das ist die nächste Gelegenheit. Und dieses Ziel setzen wir uns.